Ja, mir ist die schwierige Aufgabe übertragen worden, sie sozusagen jetzt so aus der Ermüdung der Mittagspause wieder herauszuholen und mit dem Thema Arbeitsmarkteffekte der Automatisierung / Digitalisierung, was ja eigentlich, das hat sich heute eigentlich schon durch den ganzen Tag durchgezogen, eins eigentlich der dominierenden ökonomischen Fragestellungen eigentlich unserer Tage so ist. Und wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man den Fernseher einschaltet, wird man früher oder später auf eine von diesen Nachrichten stoßen. Also die Digitalisierung, neue Technologien werden in den nächsten Jahren, es wird nie genau gesagt, in wie vielen Jahren, aber in den nächsten Jahren so und so viele Millionen Jobs kosten, werden zu Massenarbeitslosigkeit führen, 47% aller Jobs werden verschwinden. Und das heißt, eigentlich ist die ganze Stimmung in der Gesellschaft, insbesondere jetzt bei Leuten, die nicht so wirtschaftsnah sind, sage ich mal, sondern sozusagen in der breiten Masse der Bevölkerung, wenn man das Wort Digitalisierung hört, ist mein Eindruck aus vielen Veranstaltungen, die ich auch jetzt dazu schon gemacht habe, ist erstmal Panik und große Befürchtungen, was den Arbeitsmarkt angeht und was gerade auch den eigenen Arbeitsplatz angeht. Jetzt können wir sagen, natürlich diese Befürchtungen, auch diese Hypothese einer sogenannten technologischen Massenarbeitslosigkeit, die ist natürlich nicht neu. Geprägt wurde der Begriff technologische Massenarbeitslosigkeit von John Maynard Keynes, also einem der größten Ökonomen überhaupt, in den 1930er Jahren. Und er ist eigentlich immer präsent und auch immer präsent gewesen. Im Ausland muss ich immer erklären, was der Spiegel ist. Sie kennen natürlich das Magazin. Und hier sind drei Titelbilder des Spiegel aus so drei Jahren, 2016, 1978, 1964. Ja, und ich finde es ganz interessant, denn das Design hat sich über die Jahrzehnte schon ziemlich verändert. Also einerseits das Design des Roboters, der da abgebildet ist, also sozusagen diese 1964er-Variante, die ist so noch ziemlich brachial, ja, und irgendwie auch so ein bisschen kindlich, finde ich. So der 2016er Roboter, der sieht im Prinzip schon relativ realistisch aus. Noch interessanter ist, wer da eigentlich gerade rausgeschmissen wird. Ja. Also 1978 ist es quasi noch ein Bauarbeiter mit Blaumann und Helm. Ja. Aber 2016, ja, das könnte schon jemand von Ihnen sein, im Prinzip, oder könnte auch ich sein, also ein Anzugträger mit Krawatte, der da vom Roboter rausgeschmissen wird. Ne? Und das heißt eigentlich diese Befürchtung, gerade auch in Bezug auf den Roboter, sage ich mal, als irgendwie so das Symbol für eine neue, auch digitale Technologie, ist schon sehr alt. Sie hat nicht 1964 angefangen. Ich hatte ja schon gesagt, John Maynard Keynes 1930. Diese Debatte hat aber auch nicht 1930 angefangen, sondern sie ist viel, viel älter. Das könnten wir ein Ratespiel machen, was Sie glauben, seit wann es sozusagen diese Hypothese gibt. Aber die früheste Quelle, die ich gefunden habe, vielleicht gibt es noch ältere, aber die früheste Quelle, die mir bekannt ist, stammt tatsächlich, hat jemand einen Tipp? 1600? Die früheste Quelle, die mir bekannt ist, stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Also Aristoteles in seinem Hauptwerk Politeia, da findet sich folgendes Zitat, vielleicht ganz kurz, nicht? Also wenn jedes Werkzeug auf Geheiß oder auch vorausahnend das ihm zukommende Werk verrichten könnte, ein paar Beispiele, also wie das Daedalus Kunstwerke sich von selbst bewegen und so weiter, dann bedarf es weder für den Werksmeister der Gehilfen noch für der Herr der Sklaven. Also wenn man so will, würde ich sagen, hat Aristoteles hier die erste Folgeneinschätzung von künstlicher Intelligenz vorgenommen, die bekannt ist. Nicht? Also wenn Dinge voraussagen, dass ihnen zukommende Werk selbstständig verrichten könnten, heute würden wir sagen künstliche Intelligenz vielleicht, dann fallen Arbeitsplätze weg, nämlich der Arbeitsplatz des Gehilfen oder der Anführungsstrichen Arbeitsplatz des Sklaven, der dann eben nicht mehr gebraucht wird. Ja, und das heißt eigentlich seit über 2000 Jahren ist diese Hypothese im Raum, ja, gerade von Philosophen wird sie sehr intensiv bespielt und ein weiterer Philosoph, Richard David Precht, der letztendlich jetzt vor kurzem wieder gesagt hat, die Digitalisierung wird zu einer Massenarbeitslosigkeit führen, wie sie die Bundesrepublik noch nicht gesehen hat. Ganz interessant, also ich werde ihn morgen treffen zu einem Gespräch, das heißt, da kann ich mit Ihnen direkt nochmal über diese These sprechen, ja, aber ich will nur sagen, also für uns gerade jetzt Menschen, die relativ nah an der Wirtschaft vielleicht auch dran sind,
das habe ich ja eben auch schon gesehen, da ist viel Kopfschütteln, ja, und man sagt, naja, gut, wie gesagt, das hören wir seit 2300 Jahren, es ist aber eigentlich nie passiert, ja, also du bist ja nur aufzählen, na, die Dampfmaschine, das Fließband, die Fließbandproduktion, der Computer, als er aufkam, ja, also es waren immer eigentlich dieselben Hypothesen da, oder auch in Bezug auf den Roboter, wie gesagt, schon seit 1964, es ist nie passiert. Der deutsche Arbeitsmarkt insbesondere läuft von einem Beschäftigungsrekord zum nächsten. Von technologischer Massenarbeitslosigkeit ist nirgendwo irgendwas zu sehen. Ja, und da kann man natürlich es sich leicht machen und sagen, ja gut, das ist alles nur Geschwätz. Und es ist noch nie, hat noch nie gestimmt, es wird dieses Mal auch wieder nicht stimmen. Ja, aber natürlich kann man sich da auch ein Stück weit zu einfach machen. Nur weil etwas bisher nicht gestimmt hat, heißt es nicht automatisch, dass es nicht in der Zukunft vielleicht stimmen könnte. Oder bestimmte Aspekte vielleicht davon stimmen könnten. Denn das, was wir heute als Digitalisierung bezeichnen, hat ja vielleicht auch Charakteristika in der Produktion, die es jetzt bei früheren grundlegenden Innovationen so nicht gegeben hat. Komme ich nachher vielleicht auch noch ein bisschen drauf. Von daher macht man sich es zu einfach, wenn man einfach nur das Ganze sozusagen so wegwischt und sagt, das ist alles Unsinn. Gerade als Wissenschaftler muss man, nicht sagen, diese Dinge ernst nehmen und sollte eben nicht im Nebel stochern und spekulieren, in die eine oder in die andere Richtung, sondern nach Möglichkeit eben mit wissenschaftlichen Methoden versuchen zu analysieren, was tatsächlich passiert ist und daraus dann versuchen, Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen. Und diesen Weg bin ich, hat Olli aber ja gesagt, gegangen mit sozusagen meinem Co-Autor, mit meinem Team und wir haben eben versucht, die Arbeitsmarkteffekte von neuen Technologien im deutschen Arbeitsmarkt eben tatsächlich mit modernen statistisch-ökonometrischen Methoden zu untersuchen, um eben zu schauen, genau was tatsächlich passiert ist in der jüngeren Vergangenheit in den letzten 20, 25 Jahren. Und das setzt voraus eigentlich zwei Dinge. Zum einen braucht man sehr gute Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt oder über den Arbeitsmarkt insgesamt. Die haben wir aber und die haben wir in Deutschland sogar in einer besseren Form als für viele andere Länder. Das liegt letztendlich an der Verfasstheit des deutschen Arbeitsmarktes. Es gibt die Bundesagentur für Arbeit, es gibt das dortige Forschungsinstitut, das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und bei der Bundesagentur werden letztendlich ja alle Daten sämtlicher Beschäftigter in Deutschland gesammelt. Und zwar nicht zum Selbstzweck und nicht für wissenschaftliche Zwecke, sondern letztendlich für die Kalkulierung und die Berechnung der Rentenansprüche. Nicht? Also später, Ihr Rentenanspruch ergibt sich ja eben daraus aus Ihrer Erwerbsbiografie. Die muss sehr genau bekannt sein, damit man hinterher genau ausrechnen kann, wie hoch Ihr Rentenanspruch ist. Und von daher ist für sämtliche sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland eben die Erwerbsbiografie dort sehr, sehr genau nachgezeichnet. In einer anonymisierten Form anhand der Sozialversicherungsnummer kann man aber letztendlich Beschäftigte wirklich sehr, sehr genau, taggenau verfolgen. Wo haben Sie gearbeitet, als was haben Sie gearbeitet, für wen, was haben Sie verdient, bei Jobwechseln, wann fand der statt, von wo nach wo, ja, hat man sich verbessert, verschlechtert, also das alles ist sehr, sehr genau bekannt und das ist sozusagen der eine Baustein unserer Forschung. Und für dieses Forschungsdesign braucht man dann eben als zweiten Baustein genaue Informationen zum Einsatz eben von neuen Technologien. Ja, und da wird es jetzt ein bisschen diffus, weil natürlich dieser Begriff Digitalisierung irgendwie so eine Klausel ist, wo niemand so genau weiß, was jetzt konkret darunter eigentlich zu verstehen ist. Deswegen, für wissenschaftliche Zwecke, haben wir uns auf einen Teilaspekt der Digitalisierung, deswegen heißt der Titel auch Automatisierung, konzentriert, nämlich, Sie haben die Bilder schon gesehen, den Einsatz von Industrierobotern. Das ist eine neue Technologie, aber eine, Sie erinnern sich an die Spiegeltitel, die eben genau auch starke Emotionen letztendlich auch hervorruft, ja, was eben ihre Arbeitsmarkteffekte angeht. Und wir haben eben das Glück, dass es tatsächlich gute, verlässliche Daten dazu gibt, wie viele Roboter tatsächlich zum Einsatz kommen, wo und in welchen Bereichen. Nicht? Also das ist jetzt, was ich Ihnen erzählen werde, eine Studie wirklich aus der Vogelperspektive für den gesamten deutschen Arbeitsmarkt. Also wir haben ja heute am Vormittag faszinierende Studien quasi auf der betrieblichen Ebene von einzelnen Firmen gehört, die natürlich ganz spezifisch sagen können, wie und in welcher Form Technologien da zum Einsatz kommen. Aber hier ist jetzt natürlich sozusagen die Vogelperspektive, sämtliche Industrieroboter, die in Deutschland quasi im Einsatz sind. Und wo kommen diese Daten her? Diese Daten kommen von der sogenannten International Federation of Robotics. Also das ist sozusagen der Branchenverband aller Roboterhersteller, die es auf der Welt gibt.
Und dort findet eine jährliche Befragung statt des Verbands, seine Mitglieder befragt, wie viel habt ihr im letzten Jahr verkauft an Industrieroboter und zwar wohin, ja? An wen, wer war der Kunde, wo, in welchem Land, in welcher Branche waren die Kunden. Ja? Und natürlich muss man erstmal sagen, was ist überhaupt ein Industrieroboter? Die offizielle Definition, die der Branchenverband herausgibt, sagt, ein Roboter hat zwei zentrale Charakteristika. Es ist eine sogenannte Multi-Purpose-Machine und er braucht keinerlei Interaktion mit Menschen. Also Multi-Purpose heißt, ein Roboter kann prinzipiell sehr, sehr viele Dinge tun. Ja? Natürlich muss man ihm genau vorher sagen, was er tun soll. Es ist keine sozusagen künstliche Intelligenz im Sinne davon, dass der Roboter sich selber irgendwie seine Aufgaben definiert und stellt, sondern man sagt ihm genau oder programmiert ihm genau ein, was er tun soll. Aber es sind sehr viele Dinge, die er tun kann. Ja, es ist eine Multi-Purpose-Maschine, nicht wie eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine kann nur Kaffee kochen, sonst nichts. Ein Roboter kann tausende Dinge tun. Und wir hatten ja gerade schon die Bilder gesehen, wo Roboter eingesetzt werden. Nicht? Also hier sehen Sie jetzt ein paar Beispiele in der Autoindustrie oder in der Mitte ist es eine Großbäckerei. Unten geht es um Glasproduktion. Nicht? Und es sind sehr, sehr viele Dinge, wo diese Roboter tatsächlich eingesetzt werden. Und es benötigt eigentlich keinerlei Interaktion. Wenn der Roboter erstmal losgelegt hat, dann kann er autonom arbeiten. Ja? Und Sie alle kennen diese Bilder zum Beispiel von der gläsernen Automobilfabrik von VW in Dresden zum Beispiel, wo man eigentlich praktisch keine Menschen mehr sieht. Nicht? Wenn überhaupt noch ein, zwei Leute, die an Computern sitzen, aber die Reihen dort sind im Prinzip komplett voll automatisiert mit genau dieser Art von Robotern. Und wenn man sich jetzt eben überlegt, was die Arbeitsmarkteffekte waren, kann man jetzt praktisch diese beiden Datensätze zusammenbringen und kann jetzt eben sagen, wir beobachten Beschäftigte quasi bevor die Roboter eingesetzt wurden, ja, oder wo es nur ganz wenige gab. Und wir können ja quasi sehen, was ist aus denen geworden, was ist mit denen passiert, als mehr und mehr von eben jenen Robotern eingesetzt wurden in der Produktion. Was ist mit ihren Jobs passiert? Sind da Jobs verloren gegangen? Was ist mit den Löhnen passiert? Was ist am Arbeitsplatz passiert? Wie haben sich Leute darauf eingestellt, Beschäftigte? Und für genau diese Frage, die natürlich jetzt eine rückwärtsgewandte Perspektive hat, es ist keine Spekulation darüber, was in 10 Jahren sein könnte, sondern es ist eine rückwärtsgewandte Perspektive, was tatsächlich im deutschen Arbeitsmarkt in den letzten 25 Jahren, seit 1994, da beginnt der Datensatz, was tatsächlich passiert ist. Für diese Frage ist der deutsche Arbeitsmarkt eigentlich wie geschaffen? Und das aus zwei Gründen. Also erstmal, was die Roboterhersteller angeht, die da befragt werden, das ist ja die linke Grafik, ja, da muss man eben sagen, der Robotermarkt ist zuallererst erstmal ein japanischer. Ja? Also von den Top 20 Firmen in der Welt, den Top 20 Roboterherstellern, sind 10 Japaner, aber dann 5 Deutsche. Ja? Also KUKA kennen die meisten. Mittlerweile, also wenn ich sage eine deutsche Firma, heißt das eine ursprünglich deutsche Firma, die ursprünglich mal quasi in Deutschland gegründet wurde. Ein weiteres Beispiel ist ABB, ja? Die sind dann irgendwann in die Schweiz. Ja? Aber war ursprünglich immer eine deutsche Firma. Man kann sagen, 10 Japaner, 5 deutsche Firmen und die anderen 5 kommen von irgendwo her. Die USA zum Beispiel ist fast gar nicht präsent in dieser ganzen Produktionstechnologie. Ja? Das ist das eine, also was die Roboterherstellung angeht, ist Deutschland führend, aber vor allem auch, was den Einsatz von Robotern in der Produktion angeht, also in anderen Branchen. Ja, hier ist die linke Grafik, wo jetzt quasi einfach mal abgetragen wird, wie viele Roboter pro 1000 Beschäftigte sind im deutschen Arbeitsmarkt insgesamt eingesetzt? Und 1994 waren das ungefähr 2 Roboter pro 1000 Beschäftigte. Das war mehr als doppelt so viel wie im europäischen Durchschnitt und fast 4-mal so viel wie in den USA. Und dann sehen Sie quasi diese Aufwärtsbewegung, ja, in der mittleren Grafik dort. Ja, die Aufwärtsbewegung, dieser wirkliche Zuwachs von Robotereinsatz. Und mittlerweile stehen wir bei 8 Robotern pro 1000 Beschäftigte, also eine Vervierfachung über die Zeit und immer noch deutlich mehr als in eigentlich allen Ländern außer Japan. Außer Japan und Südkorea. Das sind die einzigen beiden Länder, die noch stärker roboterisiert sind als Deutschland. Zugleich haben wir aber, das Wort Industrieroboter bringt es mit sich, das ist eine Technologie, die vor allem eben im verarbeitenden Gewerbe eingesetzt wird und praktisch nicht in den Dienstleistungen. Zugleich haben wir aber in Deutschland einen ungewöhnlich hohen Beschäftigungsanteil, was die Industrie, was das verarbeitende Gewerbe angeht. Ja, also 1994 hatten wir 30%, die USA noch knapp über 15. In beiden Ländern ist dieser Industrieanteil, was die Beschäftigung angeht, gesunken.
in Deutschland jetzt so auf ungefähr 25%. In den USA liegen wir jetzt schon bei 10% oder sogar knapp drunter. Und dieser Rückgang der Industriebeschäftigung, der hat uns natürlich auch politisch sehr, sehr stark beschäftigt, nicht? Weil wenn wir sehen, wo zum Beispiel Donald Trump gewählt wurde 2016, war das vor allem in den Regionen, wo dieser Rückgang der Industriebeschäftigung besonders stark war, ja, also der amerikanische Rust Belt insbesondere. Insofern sind es auch politisch sehr, sehr wichtige Dinge, über die wir hier reden, was sozusagen Strukturwandel und Industriebeschäftigung angeht. Aber in Deutschland, wenn man vergleicht, haben wir noch ungleich mehr Industriejobs, obwohl wir viel mehr Roboter haben. Ja? Das heißt, man könnte sagen, der deutsche Arbeitsmarkt ist eigentlich das ideale Laboratorium, ja, weil es so viele von diesen Robotern gibt, die angeblich Arbeitsplätze kosten. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die potenziell bedroht sind von genau dieser Technologie. Das heißt, im deutschen Arbeitsmarkt kann man eigentlich genau versuchen zu analysieren, was die tatsächlichen Auswirkungen waren. Und jetzt will ich Sie nicht mit den Details, wie wir das jetzt genau gemacht haben, mit welcher empirischen Strategie, da will ich Sie jetzt nicht langweilen, sondern will quasi direkt zu den Ergebnissen springen, damit wir auch dann noch Zeit haben für die Diskussion. Und ich würde sagen, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist erstmal, was sozusagen diese Hypothese der Massenarbeitslosigkeit angeht. Und die Kurzform dieser Folie ist, diese Hypothese stimmt nicht. Ja? Wir haben keinerlei Evidenz für eine Aussage, wie wir sie gehört haben, die sich darauf bezieht, dass diese neue Technologie Roboter tatsächlich Massenarbeitslosigkeit erzeugen sollen. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass tatsächlich Roboter auch Beschäftigung substituiert haben und Jobs ersetzt haben im verarbeitenden Gewerbe. Ja, wir haben ja eben gesehen, auf der vorherigen Folie, dass eben der Beschäftigungsanteil in der Industrie in Deutschland gesunken ist über die Zeit. Absolutbetrag reden wir über ungefähr 1,2 Millionen Jobs. Also 1994 gab es etwa 7 Millionen Vollzeitäquivalent-Jobs in der Industrie in Deutschland. 2014 sind es noch 5,8 Millionen. Das heißt, es sind 1,2 Millionen Industriejobs verschwunden erstmal. Und nach unseren Schätzungen sind Roboter für 280.000 davon verantwortlich, also ungefähr ein Viertel. Wo man eben sagen würde, die sind verschwunden, diese Arbeitsplätze, wegen des Roboters, kausal. Also nicht zufällig, sondern kausal, weil diese neue Technologie sich so stark verbreitet hat. Und das ist ja nicht wenig. Und das hört sich ja erstmal auch sozusagen danach an, ja, da sind tatsächlich Arbeitsplätze verschwunden. Aber der entscheidende Punkt ist, wie sind diese Arbeitsplätze verschwunden? Sie sind nämlich nicht dadurch verschwunden, dass Leute rausgeschmissen wurden. Wenn man auf individuelle Erwerbsbiografien schaut, müsste man ja sehen, dass quasi Beschäftigte in Branchen, wo mehr Roboter eingesetzt werden, dass die dann irgendwie ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko hätten, ein höheres Risiko, entlassen zu werden. Nichts davon findet sich in den Daten. Wenn überhaupt, ist es genau das Gegenteil, dass praktisch stärker digitalisierende Branchen, dass die Beschäftigten sicherere Arbeitsplätze hatten. Ja, also auf der individuellen Ebene kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass der Roboter hier eine Art Jobkiller war und zur Arbeitslosigkeit geführt hat. Wie dieser Verlust von Arbeitsplätzen insgesamt passiert ist, das ist Strukturwandel über Generationengrenzen hinweg gewesen. Ja, also was wir gesehen haben, Beschäftigte in der Industrie, parallel als der Roboter kam, wurden ganz oft im Betrieb umpositioniert und in neue Betätigungen, in neue Tätigkeitsfelder umgruppiert. Also ich sage mal ein bisschen plastisch, jemand, der gestern noch an der Maschine gestanden hat und manuell praktisch als Produktionsarbeiter beschäftigt war, ist dann zum Beispiel zu einem Vertriebler umgeschult worden, ja, oder zu einem Logistikmanager oder was auch immer. Der Arbeitsplatz war also sicher, ja, aber der Arbeitsplatz wurde so neu gefüllt mit neuen Tätigkeiten. Bis zum Eintritt quasi ins Renteneintrittsalter, teilweise mit Frühverrentung. Ja. Aber erst praktisch, wenn die jeweiligen Beschäftigten die natürliche Altersgrenze erreicht haben, dann wurden die entsprechenden Jobs, die frei wurden, nicht nachbesetzt. Ja, also man kann sagen, der Robotereinsatz hat in Deutschland dazu geführt, dass quasi weniger junge Berufsanfänger ihre Karriere in der Industrie gestartet haben. Was sie stattdessen gemacht haben, sie standen nicht irgendwie auf der Straße und hatten nichts mehr zu tun, sondern dieselben Beschäftigten, die früher in der Industrie ihre Karriere begonnen hätten, haben stattdessen ihre Karriere direkt im Dienstleistungssektor begonnen. Und zwar nicht in den einfachen Dienstleistungen, also nicht, was weiß ich, Gastronomie oder personennahe Dienstleistungen, die schlecht bezahlt sind, sondern im gut bezahlten Segment des Dienstleistungssektors, also Banken, Versicherungen, Unternehmensberatung, so etwas, sodass unterm Strich
tatsächlich jetzt, wenn wir auf die Gesamtauswirkungen von Jobs schauen, unterm Strich tatsächlich ziemlich präzise eine Null steht. Ja, eine Null, aber mit Strukturwandel natürlich, aber dieser Strukturwandel war nicht disruptiv. Ja? Also Strukturwandel kann sich ja sehr disruptiv verziehen, wie zum Beispiel bei Globalisierung war das stärker das Problem, als der Wettbewerb mit China in Deutschland sich intensiviert hat und einige Branchen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Das beste Beispiel ist zum Beispiel die Textilindustrie, dass da Menschen tatsächlich ihren Arbeitsplatz verloren haben und zusehen mussten, wie sie am Arbeitsmarkt wieder Fuß gefasst haben. In Reaktion auf die Roboter war es anders. Ja, da war Strukturwandel aber nicht disruptiv, sondern über Generationsgrenzen hinweg. Und das ist zunächst erstmal, was diese digitale Technologie angeht, erstmal würde ich sagen, eine beruhigende Nachricht, dass der deutsche Arbeitsmarkt diese neue Technologie sehr gut verkraftet und verarbeitet hat, ja, im Unterschied zu anderen Ländern. Also ähnliche vergleichbare Studien aus anderen Ländern, insbesondere für die USA, kommen da, was das angeht, zu nicht ganz so positiven Ergebnissen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht noch nebenbei, hier ist praktisch so eine Landkarte, ja, das ist quasi der Roboter-Einsatz auf Landkreisebene. Das ist vielleicht noch ganz nett. Sie haben sicherlich die ganze Zeit schon gesucht, wo Ihr Heimatlandkreis quasi ist. Ja, da kann ich Ihnen sagen, der mit Abstand am stärksten roboterisierte Landkreis in Deutschland ist Dingolfing. Dingolfing ist ganz knapp auf Platz 2. Also Sie haben zwei, die quasi komplett sich von allen abheben. Aber auf Platz 1 tatsächlich Wolfsburg und dann kommt Dingolfing-Landau, kommt kurz dahinter. Ne? Weil was klar ist, die Autoindustrie ist sehr, sehr stark roboterisiert. Und das heißt, Regionen, die einen ganz starken Fokus haben auf die Autoindustrie, die sind entsprechend jetzt auf der regionalen Ebene stark roboterisiert. Ja. NRW zum Beispiel, ja, ist gar nicht so stark roboterisiert, obwohl es ja Industrieregion ist, weil dort, sagen wir mal, die Autoindustrie nicht so präsent ist und andere auch praktisch Industriezweige, die insgesamt nicht so stark roboterisiert sind wie andere. So, aber die gute Nachricht nochmal ist, von Massenarbeitslosigkeit kann keine Rede sein. Auch bei dieser Technologie jetzt wieder nicht. Ja? Aber ich will jetzt nicht so verstanden werden, dass ich sage, es war alles komplett unproblematisch, was da passiert ist. Wenn es Probleme gab mit dieser Technologie, dann sieht man sie aber nicht bei der Zahl der Arbeitsplätze, sondern man sieht sie bei den Löhnen, bei den Verdiensten und der Lohnverteilung. Also man sagt da, und das sehen wir auch sehr deutlich, dass diese Technologie zu enormen Zuwächsen bei der Produktivität geführt hat, der Arbeitsproduktivität. Also Bruttoinlandsprodukt pro Beschäftigten, das ist ein einfaches Maß für Arbeitsproduktivität. Das ist in stärker roboterisierten Branchen und Regionen stärker gestiegen. Also die Produktivitätseffekte waren da. Und es gibt ja die Daumenregel, dass man sagt, naja, die Löhne sollten ungefähr im gleichen, oder die Reallöhne sollten ungefähr im gleichen Ausmaß steigen wie die Produktivität. Das ist aber nicht passiert. Also der Roboter-Einsatz hat zu einem Anstieg der Arbeitsproduktivität geführt, aber nicht zu einem Anstieg der Durchschnittslöhne. Dass also quasi ein Keil entstanden ist. Wir können nicht genau sagen, wer verdient hat, aber wir wissen, wer nicht verdient hat, nämlich praktisch der Faktor Arbeit im Großen und Ganzen. Der Keil kann quasi Kapitaleinkünfte oder Gewinneinkünfte gewesen sein. In der Gruppe der Beschäftigten haben einige sehr wohl profitiert bei den Reallöhnen und das waren die Hochqualifizierten. Also mit hochqualifiziert meine ich Universitätsabsolventen in technischen Berufen, Managementberufen, wissenschaftlichen Berufen, in der Rechtsabteilung, ja, also der klassische Uni-Absolvent, da haben wir auch wieder kausal positive Effekte auf die Verdienste gesehen, auf die Reallöhne. Also die haben profitiert von dieser neuen Technologie. Ganz unten in der Qualifikationsverteilung, also Leute ohne Berufsausbildung, in relativ einfachen Jobs, da war gar nichts. Ja. Statistisch keine messbaren Effekte. Aber das Problem ist in der Mitte der Verteilung. Ja, also der klassische Facharbeiter in Deutschland mit abgeschlossener Berufsausbildung in relativ stark manuell geprägten Routineberufen. Ja? Also alles, ja, im Produktionsarbeiter, sage ich jetzt mal. Also wirklich das klassische Profil, was man in der deutschen Industrie auch sehr stark findet. Letztendlich rede ich über fast 75% aller Beschäftigten in der Industrie, die dieses Profil haben. Abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist Ihnen hier, das brauche ich Ihnen bei der IHK jetzt ja nicht erzählen, über wen wir da konkret sprechen. Dort haben wir eben wieder kausal leichte Reallohnverluste. Kausal wegen des erhöhten Robotereinsatzes gesehen. Ja?
keine Nominallohnverluste, aber Nominallohnsteigerung unterhalb der Inflationsrate und damit Reallohneinbußen. Und so gesehen kann man sagen, die Arbeitsplätze für diesen Personenkreis waren zwar sicher, also hat niemand seinen Job verloren, aber es ging eben bei diesen Umgruppierungen in neue Berufe, in neue Tätigkeiten am Arbeitsplatz, ging das eben nicht, oder für viele eben nicht, mit steigenden Verdiensten, sondern in vielen Fällen eben tatsächlich mit sinkenden Realverdiensten einher. Und damit eben auch natürlich ein Anstieg in der Lohn- und Einkommensungleichheit und ein Sinken der sogenannten Lohnquote, ja, also der gesamtwirtschaftlichen Lohnquote, also der Anteil aller Arbeitnehmerverdienste am Gesamtvolkseinkommen. Ja. Das heißt, wenn wir über Probleme der Digitalisierung reden, dann sollten wir nicht über Massenarbeitslosigkeit sprechen, sondern wir sollten das Problem nach meinem Dafürhalten genau lokalisieren und genau diagnostizieren. Und das Problem liegt dort. Und ich rede nicht über schwindelerregende Größenordnungen. Also quantitativ waren das noch relativ bescheidene Effekte, aber die waren da. Und damit bin ich jetzt bei der Digitalisierung jetzt vielleicht in einem breiteren Sinne. Weil Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja gut, Industrieroboter ist doch langweilig. Ja, das ist eine Technologie, die es jetzt auch schon seit über 20 Jahren gibt. Ja. Wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir ja nicht mehr darüber eigentlich, sondern wir reden über ganz andere Dinge. Hier ist jetzt mal so, ich hoffe, Sie können es lesen, so eine Aufstellung, das ist eine Befragung des World Economic Forum, der Unternehmen befragt hat, welche neuen Technologien sie wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren einsetzen werden oder verstärkt einsetzen werden. Und da finden sich eben Dinge wie Big Data Analytics oder Internet of Things, von dem wir schon gehört haben, Machine Learning, Cloud Computing, ja, also Industrieroboter kommen auch, aber sind relativ weit unten. Der 3D-Druck ist hier auch, von dem wir heute schon gehört haben. Also das sind diese neuen Technologien. Und man könnte jetzt ja sagen, oder vielleicht würde Herr Precht auch sagen, na gut, bei Industrierobotern geschenkt, da ist es halt auch nicht passiert, aber jetzt kommt's. Ja? Jetzt bei der nächsten Welle, jetzt geht's los. Und zwar warum? Weil jetzt plötzlich nicht mehr nur die Industrie getroffen ist, sondern jetzt vor allem auch dieser große und weit weniger gut geschützte Dienstleistungssektor. Weil wenn man die Geschichten hört, welche Jobs jetzt in Gefahr geraten, na, da reden wir jetzt zum Beispiel nicht nur über Lkw-Fahrer, was dann selbstfahrende Autos angeht, sondern Sachbearbeiter bei Banken und Versicherungen, die quasi durch einen Algorithmus ersetzt werden, Radiologen, ja, also selbst ein hoch angesehener medizinischer Beruf, davon wird schon geredet, selbst Musiker. Ich könnte Ihnen jetzt hier Musikstücke vorspielen und Sie raten lassen, ob die von einem Menschen oder von einem Computer komponiert wurden. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden in vielen Fällen daneben liegen. Ja. Und letztendlich, wie gesagt, da muss man, glaube ich, die Befürchtung zumindest auch ernst nehmen, dass man sagt, naja, auch wenn es jetzt bei den Robotern nicht gestimmt hat, jetzt durch künstliche Intelligenz, Algorithmen, die jetzt auch wieder neue Charakteristika mit sich bringen, vielleicht wird dann ja Arbeit überflüssig. Das World Economic Forum sagt nein. Sie haben eben eine Unternehmensbefragung gemacht, wo eben sozusagen projiziert wird, wo Unternehmen gefragt werden, was plant ihr für die nächsten 5, für die nächsten 10 Jahre? Das ist jetzt, sagen wir mal, das ist eine Befragung. Ja? Also das ist, würde ich sagen, nicht ganz so solide wie das, was wir gemacht haben, was jetzt eben die tatsächlichen Analysen angeht, was passiert ist im Arbeitsmarkt. Weil was jemand sagt, was er tun wird in 5 Jahren, das ist nicht notwendigerweise das, was er dann auch tatsächlich macht. Ja? Aber wenn man die Zahlen ernst nimmt, sagt auch das World Economic Forum, dass zwar 75 Millionen Jobs insgesamt verloren gehen, aber 135 Millionen neu entstehen werden. Also auch da steht unterm Strich wieder eine Null. Und von daher stellt sich die Frage, warum werden Arbeitsplätze auch in der nächsten Welle der Digitalisierung, nach dieser Schätzung zumindest, nicht überflüssig werden. Und da kann man jetzt eben als Ökonom sagen, gut, weil in der öffentlichen Diskussion eben ganz oft einfach nur diese Erstrundeneffekte im Blick stehen. Ja? Also dann sieht man eben, da ist ein Video, da sieht man jetzt eben, ein Roboter kann kochen oder ein Roboter kann Musikstücke komponieren. Und ich glaube, 80%, 90% der Bevölkerung zieht daraus den Schluss, okay, über kurz oder lang werden also alle Köche und alle Musiker arbeitslos. Ja? Und die Denkweise, der Minister hat ja vorhin schon gesagt, dass einfach sozusagen die Kenntnis und das Nachdenken über ökonomische Prozesse in der breiten Bevölkerung einfach nicht sehr stark ausgeprägt ist. Von daher kann man ja auch keinen Vorwurf daraus machen, dass eben Erstrundeneffekte sehr, sehr stark gesehen werden und teilweise auch von den Medien auch befeuert werden, diese Panik daran. Aber es gibt eben
ökonomische Gegenkräfte und Mechanismen, die danach einsetzen. Es ist ja praktisch nicht so, dass man sagt, da verliert jemand seinen Arbeitsplatz und das war's dann, da ist dann die Geschichte zu Ende, sondern eigentlich da beginnen ja eigentlich dann ökonomische Prozesse erst tatsächlich ins Laufen zu kommen. Und ich habe jetzt hier mal nur einige aufgezeichnet und will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber klar ist, bei Produktivitätszuwächsen, die durch Technologien kommen, der normale Kanal ist ja, höhere Produktivität heißt geringere Kosten, heißt geringere Preise, heißt höhere Nachfrage der Kunden und damit auch wieder eine höhere Nachfrage nach Beschäftigten und nach Arbeit. Das ist ein ganz wichtiger Kanal. Oder neue Technologien, die nicht Jobs ersetzen, sondern einzelne Tätigkeiten, ja, und auf der anderen Stelle wieder neue Tätigkeiten erschaffen, die es vorher noch gar nicht gab. In den IAB-Daten der Beruf des Interface-Designers oder des Data-Scientist, der war 2013 noch völlig unbekannt. Heute ist er da und neue Berufe haben typischerweise eben auch ein stärkeres Beschäftigungswachstum, gerade in der frühen Phase. Aber für Deutschland, und deswegen habe ich das hier besonders herausgegriffen, gerade für Deutschland, ist der große Gegenspieler der Digitalisierung einfach die Demografie. Ja, also wenn wir sagen, Digitalisierung ist ein negativer Arbeitsnachfrageschock, so in der Sprache von Ökonomen, ja, dann haben wir aber parallel einen ziemlich gewaltigen negativen Arbeitsangebotsschock, ganz einfach, weil das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland enorm sinkt, so schnell wie in kaum einem anderen Land. Und da ist wieder nur Japan konkurrenzfähig und zum Beispiel Italien und Spanien. Ja. Aber momentan haben wir ein Erwerbspersonenpotenzial von ungefähr 45 Millionen Personen. Wie das weitergehen wird, das ist ja hier eine Projektion bis 2060, das kann natürlich heute keiner genau sagen. Das hängt an vielen Dingen. Erwerbsbeteiligung von Frauen, ganz wichtig natürlich Zuwanderung. Wie viel Zuwanderung wird es geben? Und da kann man es nicht so genau sagen, wo wir genau landen werden. Aber dass es tendenziell schrumpft, das ist heute schon klar. Und ist schon auch viel besser prognostizierbar, als praktisch die Arbeitsmarkteffekte, die möglicherweise negativen Arbeitsmarkteffekte der Digitalisierung. Weil die Leute, die jungen Menschen, die dann 2040 in den Arbeitsmarkt eintreten sollen, die müssten heute schon geboren sein. Ne? Wie die Technologie 2040 aussieht, das können wir heute noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Insofern ist es ein großer Widerstreit, aber allein deswegen, allein aufgrund der demografischen Situation, ist es, das ist natürlich Spekulation, ne? Wir haben alle keine Glaskugel, aber ist es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir auch bei den neuen Wellen der Digitalisierung tatsächlich über Massenarbeitslosigkeit reden würden. Und das spiegelt sich auch wieder in den Medien. Ne? Also montags liest man im Spiegel über Massenarbeitslosigkeit, freitags liest man auch im Spiegel das genaue Gegenteil, ja? Nämlich Fachkräftemangel. Im Jahr 2040 könnten 3,3 Millionen Facharbeiter fehlen. Also was denn nun? Beides kann irgendwie nicht sein. Oder in gewisser Weise kann beides sein, weil ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Spekulation, das große Problem, das der deutsche Arbeitsmarkt in Zukunft haben wird, ist Mismatch. Ja, also das parallele Auftreten von Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und Fachkräftebedarf auf der anderen Seite. Also wo Menschen ihren Job verlieren, zum Beispiel an einen Algorithmus an der einen Stelle, an der anderen Stelle aber händeringend Leute gesucht werden, aber man eben praktisch diese beiden Puzzlesteinchen nicht zusammenbringt. Das ist das, was wir Mismatch nennen. Und ich glaube, neben quasi der problematischen Entwicklung, was die Lohn- und Einkommensverteilung angeht, ist das das zweite riesige Problem. Und damit bin ich bei meinem letzten Teil. Ganz kurz ein paar Überlegungen, aber das ist natürlich auch für die Diskussion. Was sollen wir jetzt dagegen tun? Ja, diese Frage stellt sich jeder. Die Frage stellt sich auch in Berlin, in der Spitzenpolitik, jeder. Wie reagieren wir jetzt darauf? Und wenn die Diagnose stimmt, dass Mismatch das große Problem sein wird, dann ist die Therapie, sie ist nicht besonders innovativ, ja, aber wahrscheinlich die wirkungsvollste Therapie ist Bildung, Bildung, Bildung. Und zwar einerseits, was die Schulbildung angeht, aber ich bin kein Pädagoge, da will ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber gerade was eben dieses Thema Aus- und Weiterbildung angeht, lebenslanges Lernen und paralleles Aufrechterhalten von beruflicher Mobilität, ne? Das ist, glaube ich, das ganz große Thema. Und viele sehen das ja auch so. Ich habe in vielen Veranstaltungen, habe noch niemanden praktisch getroffen, der sagen würde, nein, das ist eine schlechte Idee. Aber beim Thema Weiterbildung sind viele Fragen natürlich noch vollkommen unbeantwortet. Also zum Beispiel, wer soll das bezahlen? Also ist das praktisch, soll das die Arbeitnehmer selber bezahlen und in ihrer Freizeit machen? Oder soll das die Arbeitgeber bezahlen?
Aber welche Form von Weiterbildung? Weiterbildung findet ja schon heute statt, aber natürlich bei den sogenannten spezifischen Skills, die für den konkreten Arbeitsplatz von Nutzen sind. Es geht ja hier aber darum, vor allem um Weiterbildung in allgemeinen Skills, die dann später im Ernstfall jemanden dazu befähigen, mobil zu bleiben und auch neue Jobs wieder aufnehmen zu können. Ne? Oder welche Rolle spielt der Staat? Ist vielleicht das richtige Modell, dass die Unternehmen quasi zwar die Weiterbildung auch in allgemeinen Skills anbieten, aber eben der Staat Teile der Kosten trägt? Diese Fragen sind aus meiner Sicht noch völlig offen und die Modelle, die jetzt gerade so vorgeschlagen werden, ne, die decken das gesamte Spektrum im Prinzip ab. Aber ich glaube, das ist die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Letzter Punkt, letzte Folie. Es gibt viele Antworten auf Digitalisierung und es gibt viele schlechte Antworten darauf. Bill Gates geht zum Beispiel mit der Robotersteuer umher. Oben, das ist Queen Elizabeth I., die hat so eine Art Vorläufer einer Robotersteuer mal umgesetzt, weil sie damals die Einführung des Webstuhls verboten hat. Ja, also die Robotersteuer ist eigentlich nichts anderes. Das halte ich für eine schlechte Idee. Also zu sagen, wir wollen den Einsatz und die Entwicklung neuer Technologien verteuern oder nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen lassen, weil das eben auch Nebeneffekte hat und Nebenwirkungen hat, das halte ich eigentlich für eine schlechte Idee. Die bessere Idee ist zu sagen, wir wollen das, ja, und wir wollen auch die Produktivitätsgewinne haben, aber wir müssen eben dafür sorgen, dass diese Produktivitäts- und Einkommensgewinne nicht nur in den Taschen von wenigen landen, sondern möglichst breit gestreut werden in der Gesellschaft. Ja. Und wenn man das erreichen und wenn das das Ziel sein soll, ist die Robotersteuer aus meiner Sicht das falsche Instrument. Das bedingungslose Grundeinkommen, für das sich zum Beispiel Elon Musk stark macht, halte ich auch für letztendlich eine falsche Therapie, weil sie auf einer falschen Diagnose schon mal basiert. Also die meisten, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen aussprechen, die tun das, weil sie eben wirklich davon ausgehen, dass demnächst das Ende der Arbeit bevorsteht. Da ich aber versucht habe, sie zu überzeugen, dass diese Diagnose nicht stimmt, kann eigentlich auch die Therapie nicht stimmen. Eine Therapie, die aufgebaut ist auf einer falschen Diagnose, die sollte man lieber die Finger davon lassen. Und überhaupt beim bedingungslosen Grundeinkommen, das hat natürlich auch so ein bisschen den Beigeschmack, dass man sagt, da werden weite Teile der Bevölkerung einfach abgespeist mit einem bestimmten Betrag, damit sie als Konsumenten weiterhin quasi funktionieren. Aber was ansonsten in der Verteilung passiert, das wird nicht weiter betrachtet. Also ich glaube, die entscheidende und richtige Antwort nach meinem Dafürhalten ist, wir sollten, weil wir jetzt ja wissen, dass die wirklichen problematischen Effekte bei der Lohn- und Einkommensverteilung entstehen, nachdenken über Modelle der Mitarbeiterbeteiligung und eine verstärkte Streuung von Unternehmensbesitz. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass die Lohnquote tendenziell sinkt durch die neuen Technologien, die Kapital- und Einkommens- oder Kapital- und Gewinneinkünfte tendenziell steigen, ist ja die Frage, wem fallen diese Gewinneinkünfte zu? Wer sind die Aktionäre? Wer sind die Eigentümer der digitalisierenden Betriebe? Und ich glaube, die zielführendste Therapie aus meiner Sicht, aber da können wir drüber diskutieren, ist über Möglichkeiten nachzudenken, wie man eben genau diesen Unternehmensbesitz, Eigentum und Aktieneigentum breiter in der Bevölkerung streut. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Jens. Gibt es Fragen, Kommentare? Ja, ich sehe schon. Es kommt ein Mikro von hinten. Ja, Wilfried Kurzke von der IG Metall. In der Darstellung der Jobbilanz der Roboter in der Vergangenheit fehlt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sie haben das für Deutschland aufgemacht, zweifellos richtig. Sie haben nebenbei bemerkt, naja, das gilt nicht für andere Länder, in den USA oder sowas negativ. Ja, warum war es negativ? Das hängt natürlich zusammen, weil sozusagen mit der Mehrproduktion hier quasi die USA und andere Länder mit industriellen Gütern versorgt worden sind. Mhm. Also dann die Mehrproduktion, die woanders absorbiert wurde, hat dazu geführt, dass die Rationalisierungseffekte, also die arbeitssparenden technischen Fortschrittseffekte der Roboter, hier nicht sozusagen zu Arbeitslosigkeit geführt haben, sondern im Prinzip, wenn man so will, zur Arbeitslosigkeit in der USA oder anderen Länder, die halt das entsprechende Defizit in der Handelsbilanz gegenüber Deutschland haben. So, ich denke, das muss man beachten und das ist auch nicht beliebig wiederholbar. Also wenn man jetzt neue Effekte, die Sie genannt haben, jetzt mit Digitalisierung, was hatten Sie, Bankschalter und so weiter, wird automatisiert, das kann man dann nicht exportieren, sondern wird woanders auch automatisiert. Das heißt, die Effekte der Vergangenheit waren schon da, sie sind sozusagen nur gewissermaßen international entsorgt worden.
Das sagt jetzt noch nichts darüber aus, wie sozusagen die zukünftigen Effekte sind, weil wir haben ja recht, sozusagen die Gegeneffekte mit Demografie und neue Jobs, die entstehen, riesiger Pflegebereich und so weiter, ist alles klar, aber man muss es sozusagen beachten und mit einrechnen, sonst kommt man zu falschen Ergebnissen. Und das Zweite, eine Anmerkung zu den Verteilungsfragen, das sehe ich auch so, dass es ganz wichtig ist. Ich fürchte nur, sozusagen mit Unternehmensbeteiligungen werden wir nicht die große Breite erreichen. Also das Risiko, dass dann größere Gruppen zurückbleiben, die wie jetzt in der USA sich weiter abgehängt fühlen und zum Teil auch wirklich abgehängt sind und dann auch politisch in eine ganz andere Richtung gehen, ihren Frust loslassen, weil sie in dieser Gesellschaft nicht mehr wiederfinden, ist sehr groß. Deswegen glaube ich, da braucht man breitere, auch klassischere Umverteilungsmechanismen, die kann man nicht über Unternehmensbeteiligung einfangen. Ja. Okay. Verstehe. Direkt, also bei dem zweiten Punkt sind wir uns einig. Also ich sage auch nicht, dass praktisch Unternehmensmit- oder Mitarbeiterbeteiligung das allein selig machende Instrument ist. Ich glaube, es ist momentan in Deutschland sehr stark unterentwickelt und es ist ein Instrument unter vielen, das wir einsetzen sollten. Daneben, gerade jetzt, wenn Sie sagen IG Metall, natürlich produktivitätsorientierte Lohnpolitik, das ist quasi ein anderer wichtiger Baustein, ne? Weil das war ja eigentlich das, was wir gesehen haben, was nicht passiert ist, auch in Reaktion auf die Roboter. Was Ihre erste Anmerkung anging, das stimmt, das ist eine mögliche Hypothese, dass wir sagen, das ist ein deutschlandspezifischer Effekt, der letztendlich nur unseren Status als Exportweltmeister zeigt. Wir haben natürlich, so gut es geht, in den empirischen Analysen versucht zu schauen, ob das die einzige Erklärung ist, indem wir zum Beispiel die Exportintensitäten von Branchen auch berücksichtigt haben. Und interessanterweise ist es so, dass die roboterisierenden Branchen nicht unbedingt die Exportbranchen notwendigerweise sind. Die Autoindustrie ja. Die Autoindustrie ist eine unserer Top-Exportbranchen und sie ist sehr stark roboterisiert. Aber wir haben ja sehr viele Branchen und die Korrelation zwischen Roboterisierungsgrad und Export ist nicht sehr hoch. Die ist teilweise ziemlich nah bei Null. Ja, das heißt, die Story, die Sie erzählt haben, die stimmt bestimmt für die Automobilindustrie, aber für die Lederwarenindustrie oder für die Branche der Elektrogeräte, da stimmt sie so nicht, weil da ist Deutschland nicht so stark aktiv, was den Export angeht. Insofern haben Sie recht, aber es ist sozusagen auch nicht die einzige Erklärung, warum wir in Deutschland hier so glimpflich davongekommen sind. Hier hätte ich dann gleich noch eine Meldung. Mein Name ist Helmut Schacher. Also ich gebe Ihnen recht in Ihrer rückwärtigen Betrachtung. Aber nach meinen Studien haben die alle ein Manko. Sie haben nichts weiter dargestellt als die erste industrielle Revolution. Die Maschine. Und die Roboter, von denen Sie sprechen, sind im Wesentlichen Roboter mit geringer künstlicher Intelligenz. Wir sind noch gar nicht so weit. Und der Hauptunterschied gibt es nach meinen Studien. Am Ende der Digitalisierung haben wir das menschliche Gehirn 100.000-fach übertroffen. Und das ist die Gefahr, nicht die Maschine. Mhm. Wenn die alle vernetzt sind und wenn die dann können, und man geht ja davon aus, dass 2035 neben Ihnen ein Android stehen könnte und Sie könnten zu Hause im Bett liegen, ja. Der kann dann das aber alles und er kann es auch vernetzen und er kann auch weiterdenken. Das ist die große Domäne des Menschen gewesen. Mhm. Was er nicht kann, er hat noch keine, bis heute jedenfalls noch nicht, er hat noch keine Emotionen und er hat noch keine besondere neue Fähigkeit, was Neues zu schaffen. Aber das ist auch im Moment das Einzige. Und das ist auch nach meiner Meinung nach der Grund, warum Bill Gates und andere das bedingungslose Einkommen haben wollen. Das ist nicht unbedingt sozial gedacht, wenn Sie mich fragen, sondern Sie haben in Ihrer Forschung und Entwicklung Dinge, die wir alle gar nicht kennen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Die Chinesen schließe ich gleich mit ein. Und daraus kommt denen Ihre Idee, das können die ja alles nicht umsetzen. Wer soll es denn kaufen, wenn er nicht arbeitet? Mhm. Die Verteilung, haben Sie gesagt, das ist ein großes Problem, was ich sehe. Also ich glaube, dass erst in den nächsten 5 Jahren die künstliche Intelligenz stärker einsteigt und dann kriegen wir die Probleme. Recht haben Sie, dass die Altersstruktur bei uns dem entgegenkommt. Damit können wir das meiste abfangen. Das ist der Unterschied auch im Denken von uns zu Japan. Japan, wie haben Sie selbst auch gesagt, hat einen größeren Teil alternder Bevölkerung als wir. Mhm. Oder wenigstens gleich. Ja. Wollen wir nicht so genau sein. Aber Sie wissen auch, in Deutschland wird geschrien, wir brauchen Arbeitskräfte.
Wir müssen unbedingt Ausländer reinholen. Wir brauchen das. Das gibt es in Japan alles nicht, weil sie, wie Sie wissen, die lassen keine Ausländer rein. Die wollen keine. Aber was haben Sie festgelegt? Sie haben die Industrie und den Staat verdonnert. Wir brauchen schneller die Einführung der Digitalisierung. Und das ist der richtige Weg. Der fehlt bei uns komplett in Deutschland. Sind wir hier weit hinterher. Also ich denke, dass wir erst noch in die Situation reinkommen. Ihr ist, unterschreibe ich. Aber die Zukunft wird leider anders aussehen. Na, weil es viele Aspekte. Ich will nur sagen, was den Ist-Zustand angeht, da würde ich ja nicht mit mir verhandeln lassen, weil das haben wir ja genau analysiert. Was die Zukunft bringt, das hat die Oscar Wilde hat ja mal gesagt, Spekulationen sind immer problematisch, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, und wir alle haben da keine Glaskugel. Und was Sie charakterisieren, ist natürlich eigentlich genau dieses Szenario, was auch gemacht wird. Aber Sie haben selber ja auch von einem wichtigen, letztendlich allgemeinen Gleichgewichtskanal gesprochen, der nicht vergessen werden darf. Ja? Es wird ja immer gesagt, ja dann demnächst, ja, das menschliche Gehirn wird um ein 20-faches übertroffen. Und das schwingt dann ja mit, irgendwann können Maschinen einfach alles besser als Menschen in der Produktion. Und was ist dann? Ja? Und dann aber auch dann müssen wir überlegen, das hatten Sie ja auch gesagt, wer soll denn das, was da produziert wird für die Maschinen, wer soll das denn kaufen? Ja, das heißt, wir haben nicht nur eine Angebots-, wir haben auch eine Nachfrageseite. Und wenn wir Massenarbeitslosigkeit hätten, hätten wir ein riesiges Nachfrageproblem letztendlich. Insofern ist das bedingungslose Grundeinkommen, so wird es ja auch vielleicht manchmal gesagt, ist eventuell eben eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass quasi die Nachfrageseite hinreichend stark kompensiert ist. Allerdings, ob das dann ausreicht, das muss man dann eben noch sehen. Also ich will nur sagen, diese Nachfragekanäle, ja, also wenn es tatsächlich so ist, dass Leute übertroffen werden von Technologie und erstmal arbeitslos werden, was passiert dann? Dann sinkt der Lohnsatz. Mit einem sinkenden Lohnsatz wird aber auch Arbeitseinsatz wieder attraktiver. Ja? Das heißt, es gibt auch da endogen gegenläufige Kräfte. Ja? Und auch da ist es nicht so einfach, nur weil Maschinen vielleicht irgendwann den absoluten Vorteil erreicht haben gegenüber Menschen, dass deswegen Arbeitslosigkeit resultiert. Nicht? Also wir Volkswirte, wir reden oft vom komparativen Vorteil. Menschen werden immer, auch wenn wir über einen absoluten Nachteil in der Produktivität gegenüber Maschinen haben sollten, und bis dieser Zustand kommt, den Sie beschrieben haben, da gehen ja die Meinungen auseinander, wie lange das noch dauern wird. Also in 5 Jahren sind Sie, glaube ich, am unteren Rand dessen, was so gesagt wird. Ja. Also der Chef-KI-Entwickler von Google, der hatte gestern in der FAZ ein langes Interview, der hat da ganz andere Zahlen genannt, ja, oder andere Zeiten. Aber selbst dann, ja, einen komparativen Vorteil werden die Menschen immer behalten. Ja. Und von daher ist es also praktisch auch da wieder wichtig, oder da stimmen wir, glaube ich, auch überein, ja, dass es nicht Arbeitslosigkeit das Problem sein wird, sondern eben die Verteilung von Löhnen und Einkommen. Genau. Vielleicht können wir es auch beim Kaffee später klären. Aber bitte kurz. So. Ja, das Problem, was ich habe, Ihre Vorträge nehmen unsere Minister sofort zur Hand. Gerade gestern schon oder vorgestern stand wieder in der Zeitung, wir kriegen maximal bis 2025 2,1 oder 3 Millionen Arbeitskräfte, die freigesetzt werden. Sie werden eigentlich entlassen. Und dann haben wir 1,19 Bedarf. Sie haben das aber schon richtig gesagt, man kann das eine, nicht aus jedem Kohlekumpel kann Digitalisierer werden, das ist nicht möglich. Nicht? Aber was ich Ihnen noch sagen wollte, ist, wir müssen trotzdem uns heute darauf vorbereiten und das macht unsere Gesellschaft nicht. Wir müssen uns auf diese Zeit vorbereiten, das sehe ich nicht. Das geht schon los bei der Ausbildung. Kennen Sie neue Berufe? Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und deswegen ist es auch gut, dass diese Diskussion zum Beispiel jetzt heute hier in Gang kommt. Nicht? Aber also zumindest an Veranstaltungen, wo diese Themen diskutiert werden, sehe ich momentan kaum noch einen Mangel. Dann habe ich hier den Herrn Mayer. Ja, mir kommt so ein Aspekt noch zu gering bei der ganzen Betrachtung. Wir leben ja in einer globalen Welt, wo die globale Arbeitsteilung ja heute primär auf Basis von Lohnkostenunterschieden sich darstellt. Ja. Ist es dann nicht für Deutschland einfach ein absolutes Must, über Robotik, Automatisierung, Digitalisierung in völlig andere Produktivitätssphären auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu kommen, um überhaupt Arbeitsplätze noch hier zu erhalten, weil sie sonst auf dem Grund des Lohnkostenunterschieds völlig verschwinden. Also nehmen Sie, Sie haben eben das Beispiel der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie genommen. Nicht? 70er Jahre Weltmarktführer waren wir hier in deutscher Textilindustrie, Bekleidungsindustrie in der Folge. Aus Lohnkostengründen sind ja alle Arbeitsplätze bei uns verschwunden. Und nicht nur die Arbeitsplätze, nicht? Wenn die Funktionalität nicht mehr da ist, die Produktion nicht mehr da ist, dann ist auch die gesamte Industrie, das ganze Know-how ist ja nicht mehr da und verschwindet. Ich könnte mir gut vorstellen,
auch im Bereich im Automobilbereich, im Zuliefererbereich. Also wir haben zum Beispiel ganz viele Kunden, die Kabelstränge in Tunesien, Mazedonien oder sonst wo herstellen. Wenn Robotisierung und Automatisierung sich weiterentwickelt, dass auch Arbeitsplätze sich wieder zurückentwickeln in diese Länder. Genau. Genau der Punkt, ja. Also waren jetzt auch wieder mehrere Aspekte. Also erstmal vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, ja, ist es natürlich ganz klar, das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik sollte sein, Politik in Richtung Produktivitätssteigerung. Das ist das, was Japan ja auch macht. Ja? Also Japan sagt, weil wir diese schrumpfende Bevölkerung haben, müssen wir die Lücke, die da entsteht, durch steigende Produktivität schließen. Und genau das müssen wir in Deutschland auch tun. Und da ist Robotik, ist Digitalisierung eigentlich genau der Mechanismus. Und jetzt glaube ich, was das dann für Auswirkungen hat, ja? Gerade jetzt im Hinblick auf die Globalisierung, da haben Sie, glaube ich, bei der zweiten Anmerkung recht. Ja? Ein weiterer Kanal, warum wir in Deutschland in gewisser Weise wahrscheinlich hier noch auf der Gewinnerseite stehen werden, ist, dass Digitalisierung zu einem sogenannten Reshoring führen kann. Ja, also natürlich so in 90er Jahren, frühen 2000er Jahren, wurden viele Produktionsprozesse in Niedriglohnländer verlagert. Also Textilindustrie in Bangladesch zum Beispiel. Ja. Aber warum soll ich in Bangladesch produzieren, wenn ich genauso gut, meinetwegen in der Lausitz, eine vollautomatisierte Fabrik aufbauen kann, die dasselbe eben macht? Ne? Weil der Vorteil von Entwicklungsländern sind die niedrigen Löhne. Ja, aber wenn dann praktisch Produktionstechnologie weiter voranschreitet, und da wird Deutschland ja an der Speerspitze stehen, nicht, dann ist genau dieser Lohnkostenvorteil, der Wettbewerbsvorteil eben von niedrigen Ländern, der ist dann in dem Sinn passé. Und das ist natürlich, können wir sagen, ja, das ist dann sozusagen für Deutschland sind wir wieder fein raus. Ja, und was dann in Bangladesch passiert, das interessiert uns nicht. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen problematisch. Aber es ist ein weiterer Kanal, warum Deutschland, was jetzt die Arbeitsmarkteffekte der Digitalisierung angeht, wahrscheinlich wieder besser dastehen könnte als andere Länder. Das sehe ich auch so. Weitere Fragen? Ich hätte noch zwei zu den Politikimplikationen. Das erste war, du hattest ja gezeigt oder gesagt, dass in den USA die Ergebnisse ja etwas anders für die Automatisierung ausgefallen sind als in Deutschland. Und mich würde interessieren, was ist deine Einschätzung, was die Ursache dafür ist? Also ist es die unterschiedliche Art der Stringenz des Kündigungsschutzes, den wir haben, oder ist es die Tatsache, dass wir in Deutschland eine gute Facharbeiterausbildung haben und die dadurch so flexibel sind, etwas anderes zu machen und deswegen nicht freigesetzt werden mussten? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist zu deiner Diagnose, wir werden einen stärkeren Mismatch bekommen. Und Bildungsexpansion, ja, ist gekauft, aber es geht ja auch dann darum, das Richtige zu lernen. Und ich habe den Eindruck, in diesem unsicheren Umfeld wird sozusagen Berufsberatung und auch Weiterbildungsberatung unglaublich wichtig. Und ich stelle jetzt einfach mal die ketzerische Frage, wer kann das? Ja, und die zweite Frage kann ich zuerst beantworten, da muss ich einfach sagen, ich weiß es nicht. Also ich bin weder Erwachsenenpädagoge, noch bin ich Spezialist für Weiterbildung. Es ist einfach nur, es liegt auf der Hand, ja, dass das verstärkt werden muss. Es sind viele ökonomische Fragen, über die man diskutieren muss, die ich versucht habe anzureißen. Also wer bezahlt es, wie wird es organisiert? Da kann ich als Ökonom vielleicht ein paar Worte zu sagen, aber nicht jetzt. Aber was jetzt die Inhalte angeht, ja, was soll da konkret gelehrt werden? Und wie soll Berufsberatung konkret mit Leben gefüllt werden? Da sind, glaube ich, Pädagogen, da sind Sie als IHK, da sind wir irgendwie alle gefordert. Da habe ich jetzt als Ökonom keine besondere Expertise, muss ich sagen. Was die erste Frage angeht, warum in den USA, sozusagen, warum war es da problematischer? Und ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, gerade wenn wir über die Industrie reden, mit den Institutionen, die wir eben haben am deutschen Arbeitsmarkt. Kündigungsschutz ist das eine, aber wie gesagt, das Bild, was wir gesehen haben, war, dass Beschäftigte, gerade so aus der Mitte des Qualifikationsspektrums, umpositioniert wurden am Arbeitsmarkt oder am Arbeitsplatz in neue Berufe, aber eben mit teilweise Reallohneinbußen. Und ich glaube, das hat sehr viel einfach auch mit der Flexibilität der Organisation, einerseits praktisch mit Betriebsräten, mit Öffnungsklauseln bei Tarifverträgen und einfach dem sehr guten Zusammenspiel zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite unserer Tariflandschaft zu tun, dass da einfach flexible Lösungen gefunden wurden, die dann so gesehen zwar auf der einen Seite Reallohneinbußen mit sich gezogen haben, aber die das Schlimmste verhindert haben. In den USA, was ich gesehen habe, ist einfach, dass es da schnell disruptiv wurde. Ja? Aber dann, wenn tatsächlich Leute ihren Job verlieren und komplett auf der Straße stehen, dann kann es eben sehr schnell zu so lokalen Multiplikatoreffekten kommen. Ne? Also Leute werden arbeitslos, dann haben sie gar kein Geld mehr, dann gehen sie nicht mehr
so oft essen, zum Friseur und so weiter. Dann gibt es die negativen Spillover in den lokalen Dienstleistungssektor. Und dann kann plötzlich eine ganze Region, ja, wenn ein großer Arbeitgeber ausfällt, dann komplett in so einen Abwärtsstrudel geraten. Und ich glaube, durch die relativ kluge Verfasstheit des deutschen Arbeitsmarktes, insbesondere in der Industrie, konnte das verhindert werden. Ja, und meine Hoffnung ist natürlich, dass man das dann, wenn der Dienstleistungssektor kommt, der jetzt weniger gut organisiert ist, dass man eben auch dort zu solchen Lösungen kommt. Ja, dann ganz herzlichen Dank nochmal. Gerne. Ja.